Und der Schrebergarten, der heißt Paradieschen und da gibt's Radieschen und der ist ganz toll. Und da sind meine Freunde und ich immer und der macht mich ganz arg glücklich und das ist ein schöner. Alter, das ist doch mein Traum. Gut, wir wollen auf das Video reagieren. Ist das der Grund, warum du keine Freunde hast? Ja, ich meine dich da draußen. Von Brust raus, die glaube ich auch aus der Sommerpause raus sind. Aber bevor wir das tun, wollte ich euch noch einmal sagen, dass zwar es immer noch warm draußen ist, aber wir haben schon Mitte, Ende September und die Weihnachtszeit rückt näher. Und es gibt Adventskalender, die du mittlerweile konsumieren kannst. Und ich habe einen da. Ich habe mir nämlich vor ein paar Tagen den Adventskalender von Katjes bestellt. So schmeckt vegan. Katjes. Riesengroß ist das Teil hier. Riesige Türchen. Von 1 bis 24. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde diesen Adventskalender jetzt immer, wenn ich an Weihnachten streame, also im Dezember, werde ich im Stream das jeweilige Türchen aufmachen. Okay? Und ich wollte euch an der Stelle sagen, ich habe jetzt schon seit wirklich Monaten einen treuen Partner mit Katjes und ein 20% Rabatt-Abo. Die Leute im Twitch-Chat wissen das. Abo sage ich schon. 20% Rabattcode. Der Code lautet Alicia20. Wenn ihr den im Online-Shop eingibt, spart ihr 20%. Und soweit ich informiert bin, gilt das auch für den Adventskalender. Und 20% ist eine Hausnummer. Das bedeutet, wenn ihr ja entweder in den Link in der Beschreibung geht oder in meinen Chat schreibt, Ausrufezeichen Katjes oder Ausrufezeichen Partner bei Twitch, dann kommt ihr zum Katjes Shop. Ihr könnt aber auch einfach so den Katjes Shop googeln. Und dann bekommt ihr da, wenn ihr das am Ende beim Feld Gutschein eingibt mit Alicia 20, 20% Rabatt. Ich wollte es nur gesagt haben, bevor sie alle weg sind. Sollen wir vielleicht das erste Türchen öffnen? Sollen wir das erste Türchen öffnen oder bringt das Unglück? Na, es bringt gleich ein Unglück, oder? Ja, wir öffnen das erste Türchen, komm. Wir öffnen jetzt das erste Türchen. Ich will einmal kurz, damit ihr wisst, was vielleicht drin ist. Also ich bin ziemlich sicher, dass Gummibärchen drin sein werden. So, hier ist Türchen 1. Guck mal an. Oh mein Gott, die kenne ich glaube ich gar nicht. Ist das eine alte oder neue Sorte, die zurückgebracht wurde? Ist auf jeden Fall eine Full-Size-Packung. Der She-Rose-Mix. Katja ist einfach Feminist-Icon in Türchen 1. Also ich tue das jetzt einfach wieder rein und mache das Türchen wieder zu und dann hat es keiner gesehen. Eine Packung pro Tür, uff. Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, es ist auf jeden Fall in vielen Türchen eine Packung drin. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind doch, glaube ich, ein paar andere Goodies drin. Ich glaube, man kann es ja auch auf jeden Fall nachlesen. Muss ja deklariert sein. Dann werdet ihr es wissen. Gut. Jetzt aber zu Brust raus. Ist das der Grund, warum du keine Freunde hast? Wir werden es jetzt erfahren. Ich bin gespannt. Wir haben eben schon mal ein bisschen geschnackt über das Thema. Alle sind auf Social Media und reden nicht mehr miteinander. Wo seid ihr, wenn ihr nicht zu Hause oder in der Arbeit bzw. der Schule oder der Uni seid? Vielleicht in einem Café mit eurer engsten Freundesgruppe, wo ihr euch immer trefft, um über alles zu sprechen, was euch in letzter Zeit so beschäftigt hat, so wie bei Friends. Vielleicht in der Bar eures Vertrauens, wo ihr von dem Barkeeper über die Stammgäste alles und jeden kennt und gemeinsam Insider habt und die wildesten Sachen erlebt, so wie bei How I Met Your Mother. Oder chillt ihr bei euren besten Freundinnen und Freunden auf der Couch, weil sie zufällig eine richtig coole WG in einem riesigen Loft irgendwo mitten in der Stadt haben und cool damit sind, dass jeder raus und rein geht, wie er gerade Lust und Laune hat. Wie in den Serien New Girl oder Big Bang Theory. Falls ihr tatsächlich im echten Leben an solchen Orten seid, dann... How does it feel to live my dream? Das ist ein gutes Intro. Ich überlege gerade, wo bin ich, wenn ich nicht... Das Ding ist, ich arbeite von zu Hause. Das heißt, ich bin oft zu Hause. Mein Glück ist, ich arbeite in einem Job, wo ich auch mal durch die Weltreise. Das heißt, ich bin auch oft in, tatsächlich sind die beliebtesten Ziele Hamburg, Berlin. Ich bin oft in Hamburg oder in Berlin und ab und zu in München. Und oft in Köln. Ne? Köln gehört auch dazu. Aber abseits von meinem Beruf bin ich, wenn ich nicht zu Hause bin oder einkaufen oder so, im Fitnessstudio oder im Wald joggen. Also an einem der Orte.
Oder ich bin, aber das ist dann eher aufs Wochenende beschränkt, halt mit Freunden, meistens bei den Freunden selbst zu Hause. Oder, ne, aber es ist eher seltener, also ich war jetzt zum Beispiel zuletzt mal mit Freunden einfach so ein Restaurant ausprobieren, aber das ist jetzt nicht so, dass man das jede Woche macht. Gerade wenn es jetzt irgendwie coolere, schickere Restaurants sind, willst du ja auch nicht jede Woche da, jedes Wochenende da dein ganzes Geld lassen, wird ja auch alles teurer. Aber sowas wie in How I Met Your Mother, das ist tatsächlich wirklich einfach ein Traum, ne? Ich glaube, gibt es sowas heutzutage noch? Also das gab es vielleicht früher in der Zeit, als man noch keine Smartphones hatte. Aber ich glaube, die Zeit ist vorbei. Ja. Alleine im Wald joggen, ja. Und ich bin tatsächlich auch schon Männern da begegnet. Spaß beiseite. Nee, allein im Wald joggen, nur in eine belebten Waldstrecken und am Tag. Aber ich jogge auch mit Freundinnen tatsächlich im Wald. Gut, gucken wir erstmal. Davon habe ich besonders, als ich aufgewachsen bin und mir diese Serien angeschaut habe, immer wieder geträumt. Also nein, ich freue mich natürlich für euch. Ich stelle mir nämlich vor, dass ihr dann vielleicht weniger einsam seid, tolle Freunde habt, Erlebnisse gemeinsam teilt und das ist natürlich total wertvoll. Das klang jetzt total ironisch. Aber ich freue mich dann wirklich für euch. Aber die Realität sieht für viele aktuell doch so ein bisschen anders aus. Denn viele junge Menschen fühlen sich einsam. Das hat eine bundesweite repräsentative Befragung der Bertelsmann Stiftung aus diesem Jahr gezeigt. Und auch wenn ich gerade noch Witze darüber gemacht habe, die Lage ist tatsächlich ziemlich ernst. Es gibt sogar eine Strategie gegen Einsamkeit der Bundesregierung, um dagegen vorzugehen. Und ein Schritt soll es dabei auch sein, leicht zugängliche Treffpunkte zu schaffen. Und dass sich Leute genau solche Orte zum Treffen wünschen und dass es ein Problem ist, sie nicht zu haben, das wurde 2023 viel auf TikTok diskutiert. One important question that you should be asking yourself is, do you have a third place? Gen Z is lonely. Could the lack of third places be to blame? Our generation is so depressed because we don't have a third place. Besonders die... Ja, aber das Ding ist, was soll denn ein third place sein? Wenn es eine Bar ist, ja, herzlichen Glückwunsch, dann bist du nach 3 Wochen Alkoholiker. Okay, du kannst natürlich auch Wasser trinken, okay. Aber dann, ja, dann musst du halt immer konsumieren. Und ich sag ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, 2-3 Mal die Woche irgendwie außerhalb zu konsumieren. Und damit meine ich halt einfach eine große Menge an Getränken, die halt in der Bar dann mal eben sehr viel teurer sind, als wenn du es aus dem Wasserhahn dir holst. Jugendzentren sind halt für Jugendliche. Da bin ich raus, altersmäßig. Wobei es da, glaube ich, auch immer weniger gibt. Und ansonsten wird es schon schwierig, weil das ist halt, glaube ich, auch was damit einhergeht. Alles, wo du dich treffen kannst, kostet Geld. Kaffee, ja, okay. Na gut, dann trinkst du halt einen Kaffee und sitzt da so ein bisschen, ja. Park ist natürlich auch sowas. Aber so einen konkreten Third Place habe ich, glaube ich, nicht, nee. Die letzte ist eine ziemlich steile These. Kann das wirklich sein? Einige haben sich danach die Fragen gestellt, wo sind unsere dritten Orte? Was genau ist ein dritter Ort? Braucht man einen? Und ist vielleicht das Fitnessstudio mein Third Place? Nee, dann schon lieber der Wald. Wie soll man einen finden? Das wollte ich herausfinden und deswegen werden in diesem Video verschiedene Menschen erzählen, wie sie sich für genau solche dritten Orte einsetzen oder dafür arbeiten. Ich bin mir sicher, ein paar der Orte habt ihr vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Und auch Ihr habt uns eure liebsten Orte verraten. Also lasst mal abchecken, was da dahinter steckt und wie so ein Ort aussehen kann, damit wir uns weniger einsam fühlen. Ich würde sagen, let's go. Was genau ist ein dritter Ort eigentlich? Die Idee davon ist älter als jeder TikTok-Trend und kommt aus den 80er Jahren. Der Soziologe Ray Oldenburg hat in mehreren Büchern das Konzept vom dritten Ort geprägt. Darin heißt es, der erste Ort ist unser Zuhause, hier können wir uns fallen lassen, sind aber auch von einer größeren Gemeinschaft isoliert. Der zweite Ort ist unser Arbeitsplatz, hier verbringen wir den Großteil unserer Zeit. Scheiße, bei mir fallen Ort 1 und Ort 2 schon mal zusammen. Ich brauche einen zweiten Ort. Leben wir und wachsen hier auf, in der Arbeit sind wir produktiv. Laut ihm braucht es dann aber noch einen dritten Ort gegen Stress, Einsamkeit und weil wir uns alle nach Gemeinschaft sehnen. Und genau hier kommt der dritte Ort ins Spiel. Hier wohnen oder arbeiten wir nicht, sondern wir treffen andere Menschen, unterhalten uns und verbringen Zeit, ohne dass wir produktiv sind. Also ohne, dass es wichtig ist, am Ende ein Ergebnis zu haben. Wartet! Bevor ihr jetzt losspaziert und euch in das nächstbeste Café setzt, so einfach ist es nicht. Es gibt Regeln, beziehungsweise 8 Merkmale, die er definiert hat. Es muss auf neutralem Boden passieren. Menschen sollen kommen und gehen können, wie sie möchten. Niemand soll verpflichtet werden oder ausgeschlossen werden. Am dritten Ort sind alle gleich. Es gibt keine Hierarchien. Im Vordergrund stehen Gespräche. Er muss leicht zugänglich und schnell erreichbar sein. Ihr müsst euch vorher also nicht ankündigen. Es gibt Stammgäste, die den Ort prägen, aber auch neue Leute sollen akzeptiert werden. Der Ort sollte schlicht sein, keinen Dresscode haben und eine
eine gemütliche Atmosphäre. Die Stimmung sollte spielerisch und ausgelassen sein und sich zu guter Letzt wie ein zweites Zuhause anfühlen. Zusammengefasst, ein Ort, bei dem man sich zugehörig fühlt, wo man entspannen kann, ein Zufluchtsort. Wo soll es denn sowas geben? Das existiert nur in meinen Träumen. Also, ich sag mal so, viele Sachen davon kann man ja erfüllen, aber ich glaube, niemals in meinem gesamten Leben bin ich irgendwo hingegangen zu einer freien Uhrzeit, habe es mit niemandem abgesprochen und dann da Leute getroffen. Ich glaube, noch nie in meinem Leben. Oder halt Fremde getroffen. Also Fitnessstudio, ja, aber da rede ich auch nicht mit Menschen grundsätzlich. Also was heißt grundsätzlich, das jetzt nicht, aber da ist es ist ein sehr anonymes, großes Fitnessstudio von einer größeren Kette, da redest du mit keinem. Jetzt überlege ich gerade, gab es mal in meiner Jugend so einen Ort? Schule, nein. Ist ja sozusagen dann der Arbeitsort. Selbst in meiner Jugend, wenn man irgendwie gesagt hat, ey, das ist so, also ich hatte schon so eine Art Stammkneipe, nenne ich das jetzt mal, auch schon wieder deprimierend, dass wieder Alkohol im Spiel ist, aber ne, das war so ein Ort, wo man echt, echt oft war und wo man dann auch auf random Leute getroffen hat, mit denen man sich nicht verabredet hat, aber selbst dahin ist man mit Verabredungen gegangen und niemals alleine. Disco geht man ja auch mit jemandem hin. Bolzplatz, okay, vielleicht. Kann ich nicht sagen, habe ich jetzt nicht so erlebt, als nicht Fußballinteressierte. Spielplatz vielleicht ganz früher als kleines Kind, aber so richtig so, sowas gibt es in meinem Leben, glaube ich, nicht. Also ich bin ja viel, ich habe ja zum Beispiel auch viel Schwimmen früher gemacht, aber da ist es ja auch nicht so, dass du irgendwie sagst, ach, dann gehe ich mal ins Schwimmbad und gucke, wer kommt. Nein, das ist ja auch immer zu gewissen Uhrzeiten und mit gewissen Leuten. Keine Ahnung. Okay, wow. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das hört sich alles in der Theorie natürlich super an, aber ich habe so einen Ort nicht, der all diese Dinge erfüllt. Ihr? Falls ja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Er nennt zum Beispiel französische Cafés, deutsch-amerikanische Biergärten oder englische Pubs als Beispiele. Bei diesen Beispielen wird aber auch oft kritisiert, dass sie nicht für alle zugänglich sind, weil an solchen Orten viel konsumiert wird und deswegen auch viel Geld ausgegeben werden muss. Witzig, habe ich ja gerade genau. Da das Konzept gesagt. Ja aber schon älter ist, wurde er in einem neueren Interview gefragt, was er heute als dritte Orte sieht. Und er hat Bibliotheken, Gemeinschaftsräume, Kirchen oder Kaffeehäuser genannt, die für alle erschwinglich sind. Da sagt ihr was, ne? Ich finde, ganz, ganz vieles an der Kirche kritisierbar bis hin zu abschreckend. Fangen wir bei der Kirchensteuer an und hören wir auf bei irgendwelchen Dingen, die irgendwelche Leute da machen mit kleinen Kindern. Und auch generell bin ich eher agnostisch-atheistisch unterwegs. Aber diesen Need sehe ich total. Und ich verstehe das total, dass das für ganz viele Leute auch früher, heute ja nicht mehr so, so ein richtig geiles, festes Ritual war. Am Sonntag gehe ich in die Kirche, da mache ich mich schick, da sitze ich da und danach rede ich vielleicht beim Kuchen mit den anderen Frauen, okay, das klingt jetzt ein bisschen mega sexistisch, aber ne, irgendwie sowas. Es gab dieses Ritual, man geht am Sonntag in die Kirche, danach gibt es manchmal noch Kaffee oder irgendwelche Organisationssachen oder man engagiert sich dann noch in irgendeinem Komitee. Make Kirche great again, aber andererseits, ich würde das halt gerne haben, ohne dass es die Kirche ist. Also für mich braucht es da die Kirche nicht. Aber diese Kirche ist halt so ein dritter Ort, wo alle hin können, ne? Muss ich sagen. Also da, das ist das wirklich, wo ich sage, ey, da ist die Kirche, wie wir sie haben, vielleicht wirklich was sehr, sehr Gutes. Gerade für ältere Menschen, ne? Also für uns jetzt vielleicht nicht so, aber für Omis und Opis über 80, der Ort, wo sie halt einmal die Woche hin können und vielleicht mit Nachbarn und anderen Menschen aus dem Dorf ein bisschen plaudern. Wo es vor allem Letzteres heute noch geben soll, das weiß ich leider auch nicht.
Do you know why some of us are so depressed? For no reason. Because we are missing of a third place. Our parents and generations before, apart from work and home, they have a third place to have fun and to decompress. But all we have is only social media. Diese Theorie habe ich immer wieder gehört. Vor allem von amerikanischen TikTokern. Aber erstmal ist es vielleicht spannend zu wissen, dass Oldenburgs Begriff entstanden ist, weil er sich die Entwicklung der amerikanischen Vorstadt der Nachkriegszeit angeschaut hat. Diese Suburbs, wie man die Wohnviertel nennt, sind ziemlich isoliert und deswegen muss man, wenn man hier wohnt, die meisten Dinge mit dem Auto erledigen. Und seiner Meinung nach entfremdet man sich so und wird einsam, vor allem wenn Möglichkeiten fehlen, um sich ungezwungen zu treffen. Das erklärt vielleicht auch, warum vor allem junge Menschen aus den USA über das Fehlen der dritten Orte sprechen. Auch wenn man die wirtschaftliche Lage und Stadtplanung nicht direkt auf uns übertragen kann. Auch in Deutschland haben viele junge Menschen psychische Erkrankungen oder sind durch die aktuellen Krisen belastet und können sich vielleicht immer seltener leisten, sich mal auf einen Kaffee oder auf einen Drink zu treffen. Und wie schon gesagt, sie fühlen sich einsam. Einige Gruppen junger Menschen fühlen sich tendenziell sogar stärker einsam als andere. Dazu gehören zum Beispiel unter anderem Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund oder arbeitslose Menschen. Könnte das tatsächlich daran liegen, dass uns einfache Treffpunkte fehlen? Und ist das wirklich die Lösung für die Einsamkeit und die psychischen Probleme unserer Generation? Dass generell soziale Interaktionen einen sehr positiven Effekt auf die psychische und körperliche Gesundheit haben, dafür gibt es viele Belege. Aber in dem Zusammenhang gibt es auch immer wieder, ich sag mal, ziemlich krasse Aussagen. When I tell you that the mental benefits of just having something like that have been so profound that their effect in my head is measured on the same scale as antidepressants, I am not kidding. Dritte Orte statt Antidepressiva? Also so direkt können Studien diesen Zusammenhang nicht belegen. Und es ist auch ein ziemlich problematischer Vergleich. Zum einen, weil Antidepressiva ja auch immer sehr stark auf die Betroffenen abgestimmt werden und auch immer unterschiedlichen Therapieerfolg haben. So eine medikamentöse Behandlung lässt sich also nicht einfach pauschal mit sozialen Kontakten an einem gemütlichen Ort treffen gleichsetzen. Und zum anderen, weil die Ursachen für eine Depression meist nicht nur auf einen einzigen Auslöser zurückzuführen sind. Das ist natürlich absolut wahr, würde ich auch so zustimmen, aber ich verstehe natürlich, was er damit meint. Und gerade wenn vielleicht ein großer Faktor in deinem Leben ist, dass du eben keine Kontakte hast und dass du sehr, sehr einsam bist, dann kann das natürlich schon viel in deinem Leben verändern, wenn du auf einmal so einen Ort hast. Ja? Also Depressionen sind halt mega unterschiedlich und Depressionen sind nicht gleich Einsamkeit. Es gibt auch Menschen, die haben ganz, ganz viele Freunde und ein ganz gutes Leben und sind trotzdem depressiv. Keine Frage, aber vielleicht für die Menschen, die, nennen wir es mal nicht depressiv, nennen wir es einfach mal traurig und unglücklich sind, ohne Kontakte, für die kann es halt helfen, solche Orte zu haben, ne? Aber klar, der direkte Vergleich ist natürlich. Spielen meistens sehr viele verschiedene Faktoren mit rein. Und auch der Zusammenhang zwischen Einsamkeit und Depression ist ziemlich komplex. Ja, soziale Isolation kann auch bei einer depressiven Erkrankung eine Rolle spielen. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention sagt dazu zum Beispiel, Menschen mit Depressionen fühlen sich häufiger einsam. In einer depressiven Krankheitsphase berichten mehr als die Hälfte der Betroffenen, nur sehr wenige Sozialkontakte zu haben. Sie ziehen sich während der Erkrankung zurück, unter anderem, weil sie erschöpft sind, Ruhe möchten und das Gefühl haben, eine Belastung zu sein. Aber das ist keine Erklärung für das Gefühl, denn auch depressiv Erkrankte mit guten Sozialkontakten berichten deutlich häufiger, sich sehr einsam zu fühlen. Man kann selbst mit Familie und Freundschaften in so einer Krankheitsphase das Gefühl haben, dass man von der Umwelt und seinen Mitmenschen abgeschnitten ist. Geringe Kontakte können also Folge sein und nicht Ursache. So oder so, Freunde und Familie können bei einer Depression trotzdem eine sehr wichtige Hilfe sein. Einfach zu sagen, geh doch mal raus oder lern doch mal neue Leute kennen, kann im schlimmsten Fall sogar sehr belastend sein für eine Person, die gerade mitten in so einer Phase steckt. Wenn es euch also nicht gut geht, solltet ihr auf jeden Fall im ersten Schritt professionelle Hilfe holen und nicht einfach nur einen dritten Ort suchen. Wo es diese Hilfe gibt, haben wir euch in der Infobox verlinkt. Mittlerweile ist nicht mal mehr der Dönerladen um die Ecke ein Safe Space, wenn man sich so die Preisentwicklungen ansieht. Wo gibt es denn diese mysteriösen, zugänglichen Orte mit einer tollen Stimmung und Stammgästen, wo jeder willkommen ist? Das kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wo man lebt. In einer Großstadt hat man natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten, einfach mal in eine Bibliothek zu gehen zum Beispiel. Und ja, ich war da bisher auch am häufigsten, um zu lernen. Oder hatte so dieses typische Klischeebild davon, dass man gar nichts sagen darf. Ruhe hier drin, Mr. Danforth. Er sprach aus mir, ich war's nicht. Hör zu, ich versuche nicht, die weibliche Psyche zu verstehen. Das Terrain ist furchterregend. Aber Bibliotheken können auch so aussehen. Das hier ist die Bibliothek Odi in Helsinki in Finnland. Hier gibt es Räume, wo man sich aufhalten oder kreativ sein kann, etwas erstellen kann, Dinge wie Musikinstrumente, Technik und vieles mehr ausleihen und sich verschiedene Räume buchen kann und vieles mehr. Aber ist man da nicht trotzdem, also wenn ich mir die Leute da gerade angucke, waren die doch trotzdem alle allein, ne?
Die waren dann halt zusammen allein. Okay, aber das ist ja eigentlich nicht der gesuchte Ort. Ne? Die haben ja alle auf ihr Handy geguckt. Es soll ja eigentlich eher um den Ort der Interaktion gehen. Hä? Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber während ich diese Doku gesehen habe, war ich ziemlich geflasht. Hier kommen wir meiner Utopievorstellung eines dritten Ortes schon so ein bisschen näher, würde ich sagen. Wieso haben wir solche krassen Bibliotheken eigentlich nicht auch? Vielleicht, weil Finnland seit Jahrzehnten in Bildung investiert. In Finnland liegen die jährlichen Ausgaben für Bibliotheken beispielsweise bei rund 60 Euro pro Kopf. Das ist das Dreifache dessen, was Deutschland investiert. Dabei sind Bibliotheken eigentlich schon eine geile Sache. Also ich meine, das ist schon was Geiles, wenn man, also ich denke mir auch manchmal so, ich will eigentlich wieder mehr lesen, aber dann denke ich mir auch immer so, wenn ich bei Thalia stehe und dann sehe ich wieder, boah, die ganzen Schmöker hier, kostet 25 Euro das Buch. Und dann denke ich mir so, ja, lese ich das überhaupt wirklich? Wahrscheinlich nicht. Und hingegen, als ich das letzte Mal in der Bibliothek war, und das ist jetzt schon bestimmt gute 5, 6 Jahre her, aber ich weiß es noch ganz genau. Ich weiß, dass ich da so durch die Reihen gestriffen bin und so gedacht habe, ach, das ist interessant, das ist interessant. Oh, komm, nehme ich mal mit. Und dann habe ich die Bücher einfach mitgenommen und teilweise angelesen. Manche davon habe ich einfach gar nicht gelesen, so war dann doch uninteressant, aber andere habe ich komplett gelesen, andere nur halb. Und dann habe ich sie einfach irgendwann wieder zurückgebracht und das war schon geil. Also vielleicht sollte ich echt noch mal ein bisschen mehr... Das ist eine Idee, mal irgendwie mal wieder in eine Bibliothek gehen. Ich meine, so ein Bibliotheksausweis ist ja schnell gemacht, ne? Ich bezahle 8 Euro für ein Jahr Bibliotheksmitgliedschaft, unschlagbar. Ja, krass. Viele Bibliotheken haben auch so Statista und sowas Zugang. Dina Rell schreibt, cool, dass angesprochen wird, bitte sei in einer extrem depressiven Phase mit Depressionen diagnostiziert und ich habe wirklich keine Freunde. Mein bester Freund wohnt 3 Stunden entfernt. Und habe diesen Sommer gemerkt, dass er kein richtiger Freund ist. Meine beste Freundin ist toxisch, mein Freund hat keine Zeit für mich und ist meine Familie ist 4 Stunden entfernt, bin sehr alleine und verzweifelt darüber, dass ich keine Freunde habe. Boah, da kann ich dir jetzt natürlich keine Ratschläge geben, weil wenn du diagnostiziert bist mit Depressionen, dann solltest du dir natürlich auch klinisch helfen lassen. Ich kann aber sagen, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich hatte auch Phasen in meinem Leben, wirklich für mal so ein halbes Jahr oder mal ein Jahr, wo ich an anderen Orten in Deutschland gearbeitet habe, so praktikumsmäßig auch, und wo ich außerhalb der Arbeit keine Kontakte hatte. Weil ich halt einfach in eine neue Stadt gezogen bin. Und wenn du dann auf der Arbeit nicht Leute in deinem Alter hast, das ist nicht ohne. Dann sitzt du da abends in deinem Zimmer und denkst dir so, jetzt kann ich die Wohnung aufräumen, dann kann ich doch einkaufen gehen, vielleicht noch ein bisschen Sport machen und dann. Und meine Lösung dafür war, ich habe halt wirklich in der Zeit mich auf so komischen Apps angemeldet. Jetzt nicht so Dating-Apps, aber es gibt ja verschiedene, müsst ihr mal googeln, vielleicht ist das eine Idee. Das wäre jetzt mein persönlicher Tipp, weil ich keinen dritten Ort habe. Die nennen sich dann irgendwie Meetup oder Meet5 oder Spontacts. Und da gibt es dann halt so Leute, die dann Events reinstellen. Und das habe ich ein paar Mal gemacht. Also ich war dann zum Beispiel mal in einem Café, wo dann irgendwie neu in München oder so Mädels zwischen 25 und 30 gesucht oder irgendwie sowas, ne? Solche Sachen. Oder Kinoabend, schaut mit uns im Kino so und den Film. Und dann gehst du halt in das Kino und bist nicht komplett alleine, sondern kannst den Film mit anderen gucken. Und ich sag ganz ehrlich, darüber sind keine Freundschaften entstanden. Aber darüber sind so zeitweise Kontakte entstanden mit Leuten, mit denen ich dann auch noch mal 2, 3 Mal unterwegs war. Also irgendwie dann noch mal in einen Club gegangen oder noch mal irgendwie in einen Café gegangen. Und das war eigentlich, ich sag so, es war besser als nichts. Langfristig muss man natürlich immer schauen, ne? Aber vielleicht ist das eine Idee. Und ansonsten halt wirklich so komische Sachen wie neue Hobbys anfangen, mit denen man, wo man vielleicht zwangsläufig Leute kennt. Also wenn man das Geld dafür hat, sich zum Beispiel einen Malkurs oder so buchen oder sich mal, es gibt auch manchmal so Volkshochschulkurse,
Könnt ihr mal googeln in eurer Nähe, die dann wirklich nicht viel kosten, weil das so Kurse halt sind, um was zu lernen, wo du dann, weiß ich nicht, zum Beispiel nähen oder malen oder irgendwie sowas lernst. Und klar, da kann es dann halt auch sein, dass du als 20-Jährige in einem Kurs bist mit Moni 53 und Brigitte 67. Aber ganz ehrlich, auch mit solchen Menschen, klingt es richtig abschätzig, aber mit Leuten, mit denen man potenziell mal nicht befreundet ist und nicht zusammen in den Club geht, aber auch mit solchen Leuten kann man sich unterhalten und sich weniger einsam fühlen dadurch, ne? Aber man muss erstmal grundsätzlich gar nichts. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass man sich nicht, oh Gott, das wird jetzt ein riesiger Exkurs, sorry. Aber was ich, glaube ich, auch immer ganz wichtig finde, ist die eigene Einstellung zu dem Thema. Ich glaube, Tatsache, und ne, wir reden jetzt nicht über klinische Sachen, aber ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du oft alleine bist und dir denkst, oh nein, ich bin oft alleine, ich habe ja wirklich irgendwie aktuell hier gar keine Freunde und in dieser Stadt habe ich keine Freunde und das ist alles so schrecklich und ich brauche doch Freunde und ich muss doch eigentlich mal rausgehen. Oder ob du die Person bist, ja, also ich bin jetzt irgendwie oft alleine, aber ganz ehrlich, ich komme voll gut mit mir selbst klar und irgendwie mag ich das und dann kann ich ja auch mal was für mich tun. Und ja, seit ich so oft alleine bin, mache ich immerhin mehr Sport oder so. Also ich glaube, auch die Einstellung dazu und zu sich selbst ist ganz wichtig. Aber das lernt man halt nicht von einem YouTube-Video, ne? Da muss man irgendwie dann auf verschiedenste Arten und Weisen in sich selbst investieren. Okay, jetzt aber weiter. Könnte das der Grund sein, warum die Zahl der Bibliotheken in Deutschland seit Jahren sinkt? Was ziemlich schade ist, denn es wird schon sehr lange darüber diskutiert, inwiefern Bibliotheken genau solche dritten Orte sein können bzw. sogar müssen. Denn längst ist klar, eine reine Bücher- oder Medienausleihe funktioniert nicht mehr so gut. Vieles kann man online holen oder nachlesen und muss einfach nicht mehr hin. Weiß nicht, wie eure Bibliothek in der Nähe aussieht, aber bei mir kann man zum Beispiel drucken, was sehr wichtig ist manchmal. Okay, warte, ich tu der Bibliothek Unrecht. Es gibt manchmal einen Bücherflohmarkt. Das ist schön. Es gibt aber auch Modelle in Deutschland, die zeigen, dass das hier auch geht. Das hat mir Clara erzählt. Sie arbeitet in den Bücherhallen Hamburg. Und man kann in Bibliotheken Nähmaschinen leihen. Das gibt in der Zentralbibliothek auch in vielen anderen Standorten. Ich zeige es euch gleich mal hier. Die Nähmaschine ist sogar da. Ich sehe sie auch schön, wie schön. Für einen Servicehinweis, öffentliche Bibliotheken haben auch die ganzen BookTok-Titel. Gegenüber könnt ihr auch an der Konsole spielen, wenn ihr möchtet. Ja, wir müssen uns weiterentwickeln. Das heißt zum Beispiel auch der Look in den Bibliotheken verändert sich bei uns. Wir müssen einfach mehr verfügbar sein für die Menschen und das tun, was die Menschen möchten. Und die Menschen möchten sich aufhalten, die möchten diesen dritten Ort haben. Ganz besonders jetzt aktuell im Juli, wo Taylor Swift die Konzerte in Hamburg und in Deutschland generell gibt, sind wir darauf aufgesprungen, Fan-Nachmittage zu geben. Menschen vernetzen sich ja super gerne. Manche haben eine Konzertkarte, nur eine, trauen sich nicht alleine zu gehen. Andere möchten gern diese Friendship Bracelets basteln, die man ja auf den Konzerten typischerweise tauscht. Und das ist total, total schön zu sehen, wie das funktioniert. Und das zeigt auch, dass es einfach diesen Ort braucht, dass man einfach dorthin gehen kann und sich austauschen kann. Und wenn ihr euch jetzt. Das Ding ist halt auch noch sowas, muss man mega aktiv suchen, ne? Sonst findet man das halt nicht. Seltenst kriegt man das ja mal so auf dem Silbertablett serviert. Ja, deswegen echt, Leute, viel googeln. Wenn ihr irgendwie neu in der Stadt seid, sucht euch gewisse Apps raus. Guckt, ob es vielleicht auch Apps zu eurer Stadt gibt. Zum Beispiel, es gibt ja manchmal hier diese, wie heißen die denn, irgendwie mit Vergnügen. Die haben ja, glaube ich, für mehrere Städte dann irgendwie so die besten Tipps und News und sowas. Dass man halt auch, man muss halt auch irgendwie was dafür tun, dass man weiß, wo Sachen sind, wo man hingehen kann. Das kommt einem leider nicht zugeflogen. Es denkt, ist ja schön und gut, aber wieso gibt es sowas nicht in meiner Stadt? Dann könnte es vielleicht daran liegen, dass die Bücherhallen in Hamburg im Vergleich zu den meisten klassischen Bibliotheken privat finanziert werden. Clara gibt auch Social Media Workshops, tauscht sich aus mit anderen Menschen, die in anderen Bibliotheken arbeiten und kann sich vorstellen, was hier eine große Herausforderung sein kann. Das erste, wo gespart wird, ist es Kultur und da sind dann halt immer die Bibliotheken mit drin. Das ist immer so ein bisschen das Problem, weil zum Beispiel die Flexibib oder auch ein professioneller Social Media auf der ist finanziell oft nicht zu realisieren. Wenn sie nicht auf TikTok und auf Instagram sein können, sondern gerade erst einen Facebook-Kanal anfangen, dann sind sie halt nicht dort, wo die Menschen sind und dann erreicht man die Menschen leider auch einfach nicht. Menschen brauchen diesen dritten Ort. Deswegen ist es so, so wichtig, dass die Bibliotheken weiter gefördert werden und auch das Konzept weiterentwickelt wird.
gerade eine Geschäftsidee. Ich habe gerade eine Geschäftsidee. Und ich sag euch, wenn es einer von euch machen will, macht's. Bibliotheken sind oft städtisch, damit sie so günstig sein können. Aber wie wär's mit einer Bibliothek-Kette wie ein Fitnessstudio oder wie eine Wellness-Kette? Ich weiß nicht, es gibt ja manchmal so Hypes um gewisse so Wellness-Zentren. Ich glaube, wie heißt das mit dem Bali? War Bali? Ich war da noch nie, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so der Wellness-Mensch. Aber die sind ja übelst im Hype, weil die auch sehr krass über Instagram und Co. beworben werden. Oder gewisse Fitnessstudios. Wie wäre es, wenn man irgendwie so richtig krass durchdesignt, eine ganze Corporate Identity für eine Bibliothekskette schaffen würde, die so eine Art, genau, so eine Art Social House, wo dann auch immer ein Café drin ist und so Ecken zum Connecten und sowas alles. Und dann braucht das Ganze noch einen coolen Namen. Das Ding ist halt, und das ist das riesige Minus, es würde Geld kosten. Es würde Geld kosten und damit wäre es sofort nicht mehr für alle zugänglich. Aber sagen wir mal, es gäbe eine Mitgliedschaft, die so auf der Preisrange von einem Netflix-Abo ist. Oder von einem Amazon Prime-Abo oder von einem Spotify-Abo. Also sprich, oh Gott, wo liegt das gerade? Zwischen 9 und 29 Euro. Vielleicht auch je nachdem, was man machen kann. Und dann würde man so richtig aggressiv und aktiv dafür werben. Auch mit Influencern und so. Genauso Soho-Haus für billiger. Ja, sowas in der Art gibt es ja sogar schon. Ja, man braucht wahrscheinlich Fördergelder, das stimmt. Ja, 8 Euro mit Werbung. Stimmt, man kann sich ja nicht über Werbung finanzieren. Verdammt. Man muss irgendwie anders die Knete reinbekommen. Man muss es irgendwie schaffen, dass dann die Besserverdienenden, für die, die nicht so gut verdienen, irgendwie einen Ausgleich schaffen, indem sie vielleicht da einfach mehr Kohle lassen. Gibt es halt dann irgendwie immer noch so Special-Aktionen oder sowas. Aber ich fände es eigentlich eine ganz süße Idee. Auf dem Land ist es natürlich scheiße. Geht nur für große Städte. Aber es gibt ja mittlerweile wirklich so viele, auch so Fitnessclubs. Gibt es ja so viele Sachen, irgendwie so Leute, die in so Cycling-Studios gehen oder dieses komische ist es nicht auch ein bisschen überteuert mit John Reed oder irgendwie sowas, diese crazy Fitnessstudios. Ich glaube, der Markt ist da. Der Markt ist da, sowas mit einer Art BIP zu machen. Wenn man es cool aufzieht, also ihr habt die Geschäftsidee gehört an der Stelle, ihr könnt sie klauen, weil ich habe dafür nicht die Ressourcen und Kapazitäten. Guckt mal. Und wenn man nicht gerade in einer Großstadt mit moderner Bibliothek wohnt, wo kann man dann hingehen? Busbahnhof. Ja, Parkplatz, Tankstelle. Sehr dunkle Orte. Aber auch irgendwo die einzigen Orte, wo man irgendwie kostenlos hin konnte. Ja. Es muss gar nicht so groß und fancy sein. Ein selbstorganisierter Buchclub, wie man hier immer öfter auf TikTok sieht, könnte zum Beispiel eine Idee sein. Leute, aber dafür braucht man halt erstmal genug Freunde. Und vor allem Freunde, die Zeit haben. Ist es eigentlich mal Zeit, über BookTok zu sprechen? Wenn ihr euch ein Video dazu wünscht, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann habe ich nämlich endlich eine Ausrede, mich damit zu beschäftigen. Orte, die es nicht nur in Großstädten gibt, sind aber auch zum Beispiel Jugendzentren. Da war ich als Teenie sehr gerne. Ich wusste nämlich, ich kann da einfach hin, auf der Couch chillen, habe da Leute kennengelernt und kannte die Betreuerinnen und Betreuer. Und das war rückblickend total wertvoll. Ich habe da übrigens auch das allererste Buch zur Aufklärung gesehen in meinem Leben. Oh mein Gott. Sehr gut. Weiß ich nicht, aber ich weiß noch, dass ich sehr viele Fragen hatte. Dass Jugendhäuser auch zu einer Art zweiten Zuhause werden können, das weiß Svenja vom Jugendhaus Borken. Ich glaube, es wäre total wichtig für Kinder und Jugendliche zu wissen, dass es solche Orte gibt, wo es eben nicht diesen Zwangskontext gibt. Das ist nicht so, Mama oder Papa meldet dich jetzt mal an und du musst da jetzt hingehen, sondern du kannst da hingehen. Und wenn du kommst, dann musst du gar nichts machen. Du darfst einfach da sein und wenn du eine Stunde in der Ecke sitzen willst und dir da in Ruhe alles angucken, dann kannst du das machen. Und wenn du Lust hast, in Kontakt zu gehen, dann kannst du in Kontakt gehen. Weil Schule also immer mehr auch Richtung Ganztag geht und die einfach viel länger im Schulkontext sind und da dann ein Gegengewicht zu haben. Ich würde sagen, eine große Veränderung ist, dass das an Wichtigkeit zugenommen hat, dass es Orte gibt, wo Jugendliche nichts müssen. Das Problem, bei Jugendhäusern wird auch oft gespart. Und wenn wir jetzt auf Dörfer und ländliche...
macht mich irgendwie so sauer. Und dann denke ich mir immer so, sagen wir mal irgendwie nächste Legislaturperiode wäre jetzt irgendwie wieder die CDU dran. Oder sagen wir mal, wir reden nochmal über die aktuelle. Sagen wir mal die Ampelregierung. Ja, Jugendzentren einzurichten ist und auch zu etablieren und auch instand zu halten und Personal zu haben, ist unfassbar teuer. Und man bekommt für die Zeit, in der man regiert, eigentlich nichts raus. Nichts. Also man richtet dieses Zentrum ein, man hilft vielleicht Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausend Jugendlichen. Was bekommt man dafür? Nichts. Wirklich gar nichts. Weil man bekommt vielleicht in 20, 30 Jahren sozialkompetentere Menschen, glücklichere Menschen, aber dann ist ja schon wieder die nächste Regierung am Start. Deswegen meine Idee, flächendeckend einfach solche Zentren einrichten und die zuballern mit den eigenen Logos. Ich weiß nicht, ob das problematisch ist, aber so würde ich es machen. Also wenn ich jetzt eine Partei hätte, die regieren würde und ich würde mir denken, scheiße, wir müssen eigentlich auch was für die Jugend tun, aber es bringt uns ja nichts. Meine ganzen Parteikollegen erinnern mich die ganze Zeit dran, nee, das können wir nicht machen, das sind nur Ausgaben, das bringt uns nichts für die nächste Wahl. Dann würde ich sagen, ey, wir machen das und wir knallen in jedes von diesen Jugendzentrum aber mal sowas von unseren Namen vorne an die Tür. Das ist dann das, ne, Alicia Joe Partei Jugendzentrum. Und dann ist es auf dem Tischkicker und auf dem Fernseher und überall, wo positiv, wo die Leute positive Dinge mit verbinden, ist unser Logo drauf. Und damit werden die unsere Partei danach auch wählen. Parteiwerbung in öffentlichen Einrichtungen problematisch. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, okay. Ja, das ist das Ding. Ich sage ja schon, selbst wenn ich das sage, hört sich das problematisch an. Aber ich bin ja ein Realist. Und ich weiß, wie die Realität aussieht. Politiker scheren sich einen Scheißdreck, mal wirklich offen gesagt, um Kinder und Jugendliche, weil das sind keine Wähler. Und vielleicht könnte man die so dazu bekommen, wenn die wissen, ey, die Leute werden uns dann vielleicht auch wählen, sobald sie 18 sind, dass sie dann mal mehr in die Jugend investieren. Wir müssen diesen Teufelskreis doch mal durchbrechen. Aber ich sehe natürlich total, was ihr meint, mit das wäre komplett problematisch, weil das klingt ja schon so wie so eine schlimme Dystopie, wo dann überall so die Partei auf den öffentlichen Einrichtungen steht und das klingt ja schon fast faschistisch. So meine ich es gar nicht, aber so ich will den Leuten so einen Return of Invest geben, damit sie überhaupt mal investieren in die jungen Leute. Weil es wird ja schon seit Jahrzehnten zu wenig gemacht. Die Orte schauen, dann wird das mit dem dritten Ort noch mal komplizierter. Und ja, ich weiß, Herr Oldenburg war kein Fan von produktiver Arbeit bei einem dritten Ort. Vielleicht muss man das aber so ein bisschen auflockern. Denn Vereine sind Orte, wo man sich begegnet und wo man ein Gefühl von Zusammengehörigkeit bekommen kann. Und darum geht's ja, oder? In vielen Dörfern gehört es einfach dazu, beim Fußballclub, der Freiwilligen Feuerwehr oder den Landfrauen mitzumachen. Durch Orchester oder Chöre werden Traditionen aufrechterhalten. Aber auch sie haben teilweise Nachwuchsprobleme, denn es braucht auch die Leute, die Zeit und Lust haben, sich ehrenamtlich zu engagieren. Das hat sich die Körber-Stiftung angeschaut, weil solche Orte auch immer wichtiger werden, je älter wir werden. Als Vorschlag steht hier zum Beispiel auch, dass nicht nur Gebäude als dritte Orte dienen können, sondern auch Plätze mit Parkanlagen, mit Bänken, Spazierwege, auch für Leute mit Hund oder Riesenschachbretter können verabredete oder zufällige Begegnungen möglich machen. Er muss aber leicht erreichbar und auch gepflegt sein. Das waren die Parkplätze früher nicht. In Innenstädten muss man meistens was kaufen, um sich irgendwo aufhalten zu können. Und auch in Kleinstädten und Dörfern fehlen oft solche Orte für Treffpunkte. Immerhin gibt es Programme speziell für ländliche Räume, wie hier für Baden-Württemberg, um Begegnungsorte zu fördern und so Menschen zusammenkommen können. So kann man auch Leben in die leerstehenden Betriebe bringen. Aus einem geschlossenen Biergarten wird so zum Beispiel ein Ort, der für Veranstaltungen genutzt werden kann. Laut dem Staatssekretär stärken solche Orte den Gemeinschaftssinn und sind wichtig für die Zukunft der ländlichen Region. Egal ob Dorf oder Stadt, wenn insgesamt die Möglichkeiten immer weniger werden, sich mit Leuten ungezwungen zu treffen, dann kann man ja auch auf den Ort schauen, in dem wir uns aktuell befinden. Oder? Viele von uns verbringen ziemlich viel Gott Zeit bewahre. Online. Bei 12- bis 19-Jährigen sind es aktuell... Wenn ich schon lese, Internet als dritter Ort.
Eieiei. Im Schnitt über 220 Minuten. Das hat die Jugendinformation und Medienstudie der Medienanstalten Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zusammen mit dem SWR untersucht. Das sind also über 3,5 Stunden. Im Altersverlauf gibt es aber natürlich deutliche Unterschiede. Ab 18 Jahren steigt die durchschnittliche Zeit sogar auf 4,5 Stunden pro Tag an. Aber ich will das jetzt nicht bewerten. Meine Bildschirmzeit liegt nämlich sogar drüber, und zwar bei 5 Stunden. Schaut mich nicht so an, okay? Ich brauch's beruflich. Okay, aber wenn der Tag 24 Stunden hat, man 9 Stunden auf der Arbeit ist, im besten Fall 8 Stunden schläft, davon die 5 Stunden abzieht, bleiben am Tag ja nur noch 2 Stunden, oder? Und irgendwie muss man ja auch essen und andere Dinge machen. Yay. Rein rechnerisch ist das Internet schon so ein bisschen wie mein dritter Ort, weil ich hier einfach die meiste Zeit verbringe und mich dabei auch meistens mit anderen Leuten austausche. Also mehr oder weniger. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kommt ein bisschen drauf an, wen man so fragt. Ray Oldenburg, von dem dieses Konzept kommt, ist leider kein Fan davon, Social Media als dritten Ort zu bezeichnen und sagt, dass die direkte Begegnung das Wertvolle ist. Vor allem, weil wir uns an solchen Orten Menschen anvertrauen, die ganz anders sind als wir. Und wenn wir miteinander Zeit verbringen, dann werden wir sie nicht hassen. Okay, wow. Er kommt jetzt einfach direkt so out of nowhere mit Hass. Finde ich ein bisschen krass, so, aber okay. Dass wir tatsächlich miteinander Zeit verbringen. If you spend time with people, you're not going to hate them. It's just that simple. Aber das ist tatsächlich wahr. Ich muss mal kurz überfliegen. The idea that electronic permits misleading virtual means that something is like something else. When you go to a third place, you essentially open yourself up to whoever is there. And they may be very different from you. If you don't know your neighbors, you will be suspicious. Exakt das. Ich glaube, ich möchte jetzt hier der Moderatorin nicht zu nahe treten. Ich glaube, vielleicht hat sie nicht genau gecheckt, was er damit meint. Wir haben uns dazu ja mal ein komplettes Video angeguckt. Das Problem halt im Internet ist, selbst wenn du es als einen dritten Platz benutzt und da immer wieder mit Menschen in Kontakt trittst du ja nur mit Gleichgesinnten in Kontakt, also mit einer gewissen Bubble oder halt mit dem kompletten Gegenteil, mit den Leuten, die du wirklich hast. Aber das Wichtige ist ja, für ein Gemeinschaftsgefühl und ich würde sogar behaupten, für eine Demokratie und für eine Toleranz gegenüber unterschiedlichen Meinungen, immer mal wieder mit anderen Leuten konfrontiert zu sein, mit denen du vielleicht gute Gespräche hast, die aber auch andere Meinungen haben als du oder die Dinge anders sehen als du, aber die dann wiederum gerne am gleichen Platz wie du Zeit verbringen. Das ist super wichtig, glaube ich, für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und ich sehe das total gefährdet bei Social Media. Und da hat er, finde ich, einen Punkt. Bringen, dann werden wir sie nicht hassen. Okay, wow. Er kommt jetzt einfach direkt so out of nowhere mit Hass. Finde ich ein bisschen krass, so, aber okay. Dass wir tatsächlich mit der Zeit gelernt haben, im Internet empört und wütend zu reagieren, das schaue ich mir ja in diesem Video genauer an. Aber es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wo wir genau unterwegs sind. Auf der einen Seite befinden wir uns auf Social Media in Interessensfilterblasen. Hier seht ihr zum Beispiel die unterschiedlichen Instagram-Explore-Seiten von uns Hosts auf dem Kanal. Ich finde, man merkt schon einen Unterschied, mit was wir so konfrontiert werden. Und ihr könnt ja mal raten, welche Seite zu wem gehört in den Kommentaren. Einen Unterschied, mit was wir unterschiedlichen Instagram... Das eine einfach nur Katzen-Content. Ah ja. Vom Explore-Seiten von den Posts auf dem Kanal. Ich finde, man merkt schon einen Unterschied, mit was wir so konfrontiert werden. Und ihr könnt ja mal raten, welche Seite zu wem gehört in den Kommentaren. Aber auf der anderen Seite werden wir online mit super vielen unterschiedlichen Meinungen konfrontiert. Und zwar mit so vielen, dass wir sie kaum verarbeiten können. Das entspannte Kennenlernen mit Leuten, die anders sind als wir, gar nicht so einfach, oder? Es gibt noch nicht allzu viel Forschung zu dem Thema, aber in dieser Studie werden physische und virtuelle dritte Orte verglichen. Und das heißt, dass es einige Eigenschaften gibt, die man übertragen kann und andere eben nicht. In manchen Communities, besonders wenn es um MMOs, also Online-Spiele geht, steht nicht das Sprechen im Vordergrund, sondern eher das gemeinsame Spiel. Hier heißt es, dass es positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden gibt, wenn eine Online-Community als dritter Ort funktioniert, aber auch eindeutige Fälle, die das Wohlbefinden gestört haben und es deswegen so wichtig ist, ein sorgfältiges Community-Management zu haben. Ich glaube, wenn du halt vielleicht so einen nischigen Kanal hast, wo alle happy sind, also zum Beispiel... Ja, als Beispiel so dein Online-Ort, okay, aber da bist du ja nicht aktiv, wenn du jetzt irgendwas zuhörst oder so. Aber sagen wir mal, du bist
bei Cold Mirror auf dem Kanal und guckst dir das Harry Podcast Folge 8 Video an, das neu gedroppt wurde. Und alle Leute in den Kommentaren vereint, dass sie es cool finden, dass sie es spannend finden. Du liest da Kommentare, kommentierst und interagierst. Ich glaube, dann ist es was Positives, aber ansonsten weiß ich nicht. Eine Expertin zum Thema, die an der Pennsylvania State Universität zu dritten Orten geforscht hat, sagt in einem Interview deswegen auch dazu, dass es schon wichtig ist, so einen Ort zu finden, an dem man sich persönlich... Ja, oder ich überlege gerade, ich bin hier komplett blind, der Twitch-Chat hier. Ihr seid alle gerade vereint, damit meine Videos und meine Reaktionen zu gucken. Und ich weiß, dass manche Leute auch schon hier, bevor der Stream losgeht, abhängen. 4, 5 übliche Verdächtige, die dann schon irgendwie so drüber schreiben, wie ihr Tag war. Ich sehe es manchmal. Manchmal lese ich mir auch durch, wenn ich noch Zeit habe vor dem Stream. Und das ist ja im Prinzip dann eigentlich auch so ein positiver dritter Ort für euch, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Weil hier sind ja keine Leute, die irgendwie so mega rumhaten oder so, sondern alle haben die gleiche Idee. Yo, wir gucken jetzt gleich einen Stream. Wir gucken mal, wird der Stream heute überhaupt stattfinden? Hat Alicia die Akkus geladen? Wird es einen neuen Schreibtisch geben? Die Antwort auf alle Sachen ist meistens nein, aber alle sind sich einig. Naja. Ich aufhalten kann, besonders für die, die im Homeoffice arbeiten und für die auch der zweite Ort virtuell ist. Und spätestens hier merkt man, dass diese scharfe Trennung heute gar nicht mehr so gut für jeden funktionieren kann. Wenn man zu Hause arbeitet, im Internet nicht nur beruflich, sondern auch privat viel unterwegs ist, dann sind diese Orte alle sehr dicht beieinander. So ein Ausgleich kann trotzdem sehr wichtig sein, aber vielleicht kann man das Konzept eines dritten Ortes etwas offener denken. Fakt ist, einen Ausgleichsort zu haben, wo man sich wohlfühlt und sozialen Kontakt zu anderen hat, hat viele Vorteile, vor allem in einer immer einsameren Gesellschaft. Wie das für jeden Einzelnen aussehen kann, kann sich aber stark unterscheiden. Muss also nicht der krasseste Ort auf der ganzen Welt sein. Oder überhaupt ein Ort. Es kann zum Beispiel auch ein Spaziergang sein. Wie hier bei City Girls Who Walk, das ist ein Konzept aus New York, bei dem sich Frauen treffen, die sich auch gar nicht kennen und spazieren gehen. Und das gibt es mittlerweile auch in einigen Orten in Deutschland. Hier heißt es Girls Talking and Walking und Lea und Jana, die das in Mainz organisieren, haben uns erzählt, dass sie das machen, weil sie gemerkt haben, wie schwer es sein kann, neue Leute kennenzulernen. Wir haben Leute, die anfangen zu studieren, Leute, die schon länger im Studium sind, Leute, die fertig sind mit dem Studium, wo die Freunde vielleicht weggezogen sind. Wir haben Leute, die hier hingezogen sind zum Arbeiten. Das wirklich komplett alles bei. Auf ich sage euch, for real, wenn ich jetzt gerade in einer größeren Stadt wäre, wo es das gibt und genau die Situation hätte, die ich eben erzählt habe, nämlich ich bin in eine neue Stadt gezogen, um zu arbeiten, ich könnte euch zu 1000% sagen, dass ich daran teilnehmen würde. Ich finde das komplett geil. Einige Internationals, Leute, die hier sind für ein Erasmus oder generell aus dem Ausland kommen zum Arbeiten oder so, das ist komplett durchmischt. Und das macht es auch irgendwie schön, weil man dadurch auch die Möglichkeit hat, so ein bisschen aus seiner Bubble rauszukommen und sich mit Leuten zu unterhalten, die in, weiß nicht, vielleicht arbeiten oder generell einfach mal nicht in der Bubble ist, in der man generell ist. Weil wenn ich jetzt studiere, dann bin ich mit den Leuten, die mit mir dasselbe studieren. Und so ist es einfach komplett durchmischt. Alles in allem sind wir einfach mega happy, dass das so gut ankommt und sind sehr stolz auch darauf, dass wir sowas geschaffen haben. Diese Bilder zu sehen von den unterschiedlichsten Frauen, die da gemeinsam unterwegs sind durch die Städte Deutschlands, das macht irgendwie was mit mir. Ich finde es richtig schön zu sehen, dass sowas entstehen kann. Aber ich weiß auch, rausgehen unter Männern... Und alle Männer gerade so... Aber ganz ehrlich, ihr habt euren komischen... no offense, aber hier eure Dorffußballmannschaft, wo ihr dann samstags zum Spiel geht, wo die Hälfte des Spiels aus Saufen besteht... Die Ladies brauchen auch mal was Eigenes. Menschen gehen ist nicht für jeden immer das Einfachste der Welt. Aber eine gute Nachricht an die Drinnis unter euch habe ich. Denn die Expertin, die zu den dritten Orten geforscht hat, die sagt sogar, dass man nicht mal aktiv mit jemandem reden muss. Einfach umgeben von anderen Menschen mit ähnlichen Interessen zu sein, kann schon ein Gefühl von Gemeinschaft erzeugen. Und dafür... Okay, Fitnessstudio doch der way to go. ...muss man sich fragen, was interessiert mich, welche Möglichkeiten habe ich, welche Mittel habe ich und womit fühle ich mich wohl? Ich habe mal die Brust raus Girls gefragt, um ein bisschen Inspiration zu sammeln. Mein dritter Ort ist einfach der Wald. Ich habe ein paar Freunde, die haben Hunde und mit denen gehe ich super gern zusammen spazieren. Das ist für mich voll der Safe Space, weil in der Natur hast du irgendwie die frische Luft, es ist voll die geile Atmosphäre und es ist ruhig und ich rede über gefühlt alles. Ich habe Deep Talk, aber auch einfach nur irgendwelche random Gespräche. Aber ich gehe auch voll gern allein dahin, weil es sowohl meinem Kopf als auch meinem Körper einfach ultra gut tut und zusammen mit Freunden ist es einfach perfekt. Ja gut, mein dritter Ort ist dann auch teilweise der Wald.
Also ich gehe auch wirklich, aber das Problem ist, ich kann da nicht so mega Deep Talk machen, weil ich meistens nach der Hälfte von der Joggingrunde komplett im Arsch bin. Da kann ich nur noch schnaufen. Das ist auf jeden Fall einmal ein Café in meiner Stadt, wo ich wohne. Und ich habe einen Schrebergarten. Und der Schrebergarten, der heißt Paradieschen. Und da gibt es Radieschen. Und der ist ganz toll. Und da sind meine Freunde und ich immer. Und der macht mich ganz arg glücklich. Und das ist ein schöner... Alter, das ist doch mein Traum. Also mein Traum ist wirklich irgendwann, ich bin noch nicht in der Era. Ich kenne mich auch überhaupt nicht mit Gärtnern aus. Ich bin gar nicht so affin. Auch nicht so, was so Zimmerpflanzen und so betrifft. Aber ich weiß einfach, for real, in so 5 bis 10 Jahren will ich vielleicht irgendwo wohnen, wo ich einen Garten habe. Und dann will ich so eigenes Gemüse und so anbauen. Obwohl ich das gar nicht kann, aber ich habe einfach die Audacity, so selbstbewusst zu sein. So, ja, das wird dann, ich werde dann Gärtner-Alicia sein. Ich werde dann Garten-Alicia sein und ich werde mir alles angucken, wann muss ich die Radieschen pflanzen, wann die Möhren. Und dann mit den Problemen werde ich wachsen. So wird es sein. Und Hühner hätte ich dann vielleicht auch gerne. Also ich würde dann auf jeden Fall gerettete Hühner nehmen, wenn ich das hinbekomme. Das wäre mein Plan. Es gibt ja so Aktionen von so Leuten, die Hühner retten aus so Massentierhaltung, weil dann kann man denen noch einen schönen Lebensabend geben und man hat dann halt trotzdem aber auch Hühner. Das ist mein Traum. Naja, mal gucken. Aktuell bin ich noch weit davon entfernt in meiner Wohnung ohne Garten. Ja, gut. Schöner dritter Ort. Jetzt auch nach Feierabend zu wissen, ich kann da jetzt einfach mit dem Fahrrad kurz hinfahren in die Natur. Oder wenn es mir mal nicht so gut geht, da einfach einen kurzen Tapetenwechsel zu haben. Das gibt mir Sicherheit. Und ihr habt uns auch verraten, wie so ein Ort für euch aussehen kann. Auf WhatsApp habt ihr uns geschrieben, dass es das Jugendzentrum mit vielen Freunden ist, die Kirchengemeinde mit den unterschiedlichsten Menschen aus allen Lebenslagen oder die Pfadfinder, der Park zum Freundetreffen, die Bib, selbst wenn man dann nicht abhängen kann, sondern den Leid des Stresses mit Freunden teilt. Und auch unter unserem Community-Post habt ihr so viel Inspiration dagelassen. Es ist ein queeres Zentrum, euer Ehrenamt, der Spielplatz als Mutter zum Socializen oder der gemeinschaftlich Ja, das ist halt auch sowas, sorry, ich musste gerade bei Ehrenamt einhaken, so, ich glaube, auf dem Dorf kann es zum Beispiel auch sowas sein wie die Freiwillige Feuerwehr, was sehr, sehr cool ist, um zu connecten. Ich glaube, das ist auch manchmal ein bisschen komisches Umfeld, will ich nicht leugnen, kenne ich mich jetzt nicht so aus, ne? Kann auch mal ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie habe ich schon von voll vielen Mordfällen, die mit der Freiwilligen Feuerwehr zusammenhängen, gehört. Aber ich höre auch zu viel True Crime Podcast. Aber vielleicht auch sowas, ne? So irgendwie Sachen, wo man sich engagiert. Nutzte Garten, die Tischtennisplatte oder die Boulderhalle und. Also, falls ihr mal eine Idee braucht, dann kann ich euch die Kommentare unter diesem Post auf jeden Fall empfehlen. Mein persönlicher dritter Ort hat sich über die Jahre verändert, so wie ich mich verändert habe. Es war mal der Waschsalon mit einer kaputten Ping-Pong-Maschine an dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, weil ich da mit meinen Freunden chillen konnte. Es war mein Synchronschwimmverein und die Mädelsgruppe, mit der ich viele Jahre meine gesamte Freizeit verbracht habe. Es war aber auch mal der Fastfood-Laden, wo ich mit meiner besten Freundin stundenlang rumgelungert bin, weil wir uns nichts anderes leisten konnten und wir da nicht rausgeschmissen wurden. Mir persönlich ist es ein bisschen Good point. Egal, wie er aussieht. Ich merke nur, dass es sehr schön ist, wenn er da ist und noch viel wichtiger, mit wem ich da bin. Sollten wir Freunde immer nur in der Nähe unseres Stammtischs wohnen? Nein, so ist das Leben nicht, Kinder. Aber eines ist mir damals klar geworden. Unser Stammtisch stand überall dort, wo wir 5 zusammensaßen. Okay, ich verrate euch jetzt noch einen Traum von mir, ja? Wenn wir schon bei den großen Träumen sind. Ja, ich sage, ich habe es ja eben schon mal erwähnt, ich gucke gerade wieder Desperate Housewives. Und mein Traum zu dem Garten dazu wäre einfach, aber ich weiß, ich glaube, das ist gar nicht möglich in der heutigen Zeit und in Deutschland. Aber mein Traum wäre einfach, in so einer Vorstadt zu wohnen, wo alle im gleichen Alter sind. Und man kann so im Garten gärtnern und hat da seine Hühner. Und dann trifft man sich einfach immer am Sonntagmorgen mit den anderen Ladies zum Pokerspielen. Das ist doch einfach nur schön. Und wenn man so über die Straße läuft, dann sieht man so die ganzen Nachbarn und sagt so, ach, hallo. Und dann hält man ein Pläuschen und dann lästert man über die neuen Nachbarn. Naja, Neubausiedlung, nee, eben nicht. Das Ding ist, verwechselt es nicht mit der Neubausiedlung. Das ist was ganz anderes. Guckt euch mal die Häuser bei Desperate Housewives an und guckt euch eine Neubausiedlung an. Das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Ja, ich würde so gerne in der Wisteria Lane leben. Ja. Naja. Ich bin Ende
20. Mitte, Ende 20. Und vor allem, wenn man sich... Weil jemand gerade gefragt hat, wie alt ich bin. Scheiße, ich muss wahrscheinlich 40 werden, um so ein Leben zu führen. Einsam fühlt, ist es vielleicht ein Versuch wert, sowas zu suchen, oder? Wie ist es bei euch? Habt ihr einen dritten Ort oder wünscht ihr euch einen? Dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und ich finde, wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt, dann könntet ihr uns mal einen Daumen nach oben gönnen, falls noch nicht geschehen. Oder auch ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Hier kommt ihr zu noch mehr Videos von uns. Ja, und ich würde mich Video. Sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit am Start seid. Ich hatte viel zu sagen. Ich hatte wirklich viel zu sagen. Das war ein sehr laberhaltiges Video. Das war jetzt fast eine Stunde, oder? Am Ende kann ich nochmal sagen, Leute, hier. Check Katjes aus. Und den Adventskalender.